Guten Morgen, live vom Sonnenaufgang in Marseille. Ja, wir haben die Nacht hier verbracht. Das ist ja etwas eher Unübliches, dass man eine Nacht im Hafen verbringt. Aber es verspricht auf jeden Fall eine ruhige Nacht dann zu sein. Und die war es jetzt auch. Ich war ja gestern noch in Marseille und fahre dann heute auch wieder hin. Und mit dem Unterschied, dass ich es heute mal mit dem kostenlosen Hafen-Shuttle probiere, der hier eigentlich immer fährt, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. Apropos Kreuzfahrtschiffe, kann man hier jetzt gerade schlecht sehen. Die MS Atania hat sich heute noch zu uns gesellt. Sprich, heute liegen jetzt hier zwei deutsche Schiffe in Marseille und ich mache mich dann gleich wieder auf den Weg nach Marseille. Mit dem Hafen-Shuttle ging es jetzt etwa 10 Minuten, würde ich sagen, einmal über das Hafengelände bis zu diesem Ort. Ich kann gar nicht genau sagen, wo ich jetzt hier gerade stehe. Auf jeden Fall ist hier die Endhaltestelle und der fährt halt ohne Zwischenhalt zwischen dem Kreuzfahrtterminal und eben hier einmal komplett am Hafen entlang. Der Hafen in Marseille erstreckt sich ja über mehrere Kilometer. Man kommt vorbei an den ganzen Fähren, die Fährlinien, die hier in alle Himmelsrichtungen fahren. Ja. Ein großer Vorteil hat das natürlich, dieser Shuttle. Er ist nicht nur kostenlos, sondern dadurch, dass er wirklich über das Hafengelände fährt, auch staufrei. Das habe ich nämlich gestern Abend zum Beispiel gemerkt, als ich noch mit dem AIDA-Shuttle in die Stadt gefahren bin. Da haben wir dann doch den Feierabendverkehr erwischt. Dieses Problem hat man mit diesem Shuttle auf jeden Fall nicht. Das einzige Manko ist noch, dass er wirklich nicht jeden Tag fährt, sondern nur, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen sind. Also muss man sich davor immer informieren. Kann ich auch sagen, wo man ankommt, nämlich direkt am Einkaufscenter Terrasse du Port. Das ist ein größeres Einkaufscenter und hier kommt man dann aus diesem Hinterhof sozusagen hier vorne hin. Gegenüber ist auch noch das deutsche Konsulat. Ich bin jetzt angekommen am Hafeneingang zum Viewport. Da geht es dann rein. Hier eine wirklich schöne Ecke. Mit einem schönen Ausblick auch in die ganze Bucht von Marseille. Waren dann doch eine Viertelstunde noch zu laufen, schätze ich mal, vom Einkaufszentrum. Und nächstes Ziel ist dann hier. Habe ich jetzt nochmal einen Halt gemacht bei dem anfangs erwähnten Einkaufszentrum Terrasse du Port. Ich muss wirklich sagen, wer wirklich nach Marseille nur mal schnell shoppen will, der sollte den Hafen-Shuttle nehmen, denn direkt nebenan ist dieses Einkaufszentrum. Das ist hier eine, ja, ich würde fast schon sagen, 400-500 Meter lange Terrasse mit bestem Überblick über den Hafen und das Schiff kann man ganz am Ende der Ferne auch sehen. Eine Besonderheit ist mir dann noch aufgefallen, beim Betreten des Shopping-Centers wird man hier kontrolliert. Da stehen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die Taschen und Jacken mit Metalldetektoren kontrollieren. Zurück am Kreuzfahrtterminal in Marseille. Ich wollte noch kurz was zum Bus sagen. Draußen war es jetzt ein bisschen windig, deswegen mal hier drin aus dem Terminal. Ja, mit dem Bus hat das soweit ganz gut geklappt. Er fuhr auf jeden Fall. Einziger Haken war noch, dass heute Morgen noch nicht bekannt war, dass er zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr nicht fährt. Also sprich eine Mittagspause einlegt. Das war heute Morgen noch nicht ersichtlich. Inzwischen hingen überall Schilder, wo das drauf stand. Aber deswegen musste ich dann in Marseille noch eine Dreiviertelstunde auf den Bus warten, bis der erste wieder fuhr. Aber sonst hat das ganz gut geklappt. Man muss halt immer ein Stück laufen. Aber das ist doch machbar und das haben auch viele gemacht.
Es wurde auch hier drinnen gibt es so eine kurze Touristinformation. Da wurde das auch empfohlen sozusagen, dass man die nutzen kann und dass er kostenlos ist. Wir laufen gleich aus Marseille und das ist dann für mich auch der Schluss für heute mit dem Vlog. Vielleicht werde ich noch ein paar Bilder sammeln, was so an Bord noch los ist. Ansonsten melde ich mich dann morgen vom vorletzten Tag unserer Reise mit der Aida Perla aus Barcelona wieder. Das heißt, hier befindet sich dann die zweite Actis und ein ganz traditioneller Kartentisch. Sie sehen hier eine Seekarte. Wir nutzen die Seekarte immer noch für unsere Briefings. Das heißt, wir spielen hier auf dem Papier.